Noch ist das ein seltener Anblick in Deutschland, der Audi Q5 mit Hybridantrieb. Er feiert seine Premiere eigentlich erst im kommenden Frühjahr auf dem Genfer Autosalon. Audi setzt auf einen Vollhybrid, bei dem auch rein elektrisches Fahren möglich ist. Alltagstauglichkeit hat einen hohen Stellenwert. Deshalb hat sich Audi auch als erstes den Q5 ausgesucht für die Koppelung von Benzin und Elektromotor. Im Winter stehen dem Q5-Hybrid in der Kälte weitere Belastungstests bevor. Für den Alltagsgebrauch ist er schon gut gewappnet. Kombiniert bringt es der Q5-Hybrid auf eine Systemleistung von 245 PS. Damit ist der Hybrid das neue Topmodell unter den Q5-Modellen. In 7,1 Sekunden sprintet der Wagen von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 222 km pro Stunde. Vorbei sind übrigens die Zeiten, in denen man an Hybrid- und Elektroautos keine allzu hohen Erwartungen stellen durfte. Ab 1500 Umdrehungen pro Minute stellt der Q5-Hybrid sein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern zur Verfügung. Auch unter schweren Bedingungen bleibt der Wagen kraftvoll und gut beherrschbar. Drei verschiedene Programme kann der Fahrer je nach Fahrsituation an der Mittelkonsole auswählen. Während der S-Modus auf sportliche Fahrweise ausgelegt ist, steuert das Programm D beide Motoren verbrauchsoptimiert. Mit der Einstellung EV favorisiert das System in der Stadt den elektrischen Antrieb. Im Sommer 2011 wird der Q5-Hybrid in Deutschland auf den Markt kommen.